Hey, Mahlzeit Roger. Ich habe letztens dein Video gesehen über die Schoca-Cola. Da wir heute weggefahren sind, habe ich mir gedacht, oh, das hole ich mir jetzt auch noch schnell an der Tanke für Energiepower unterwegs. Habe es jetzt aber doch nicht gebraucht. Darum habe ich gedacht, futtere mal das jetzt mal. So schön nach dem Abendessen hier auf der Terrasse. Ne? Hier lässt sich ja wirklich super gut aushalten. Ne? Schön. Ferienholzhütte am Waldrand. In der französische Nordvogese. Dann haben wir natürlich hier erstmal ein bisschen Schokolade mitgenommen aus Deutschland. Gell? Jetzt schön nach dem Essen habe ich gedacht, oh, hat so was Süßes hinterher. Ich besorge dir mal von der Rote in der Dose, dann schicke ich dir mal nach Amerika um. Ein bisschen von der Schoca-Cola. Schoca-Cola. Schoca-Cola ist ja lustig. Du hast ja die in Dings vorgestellt, in die normale Ausführung, und das ist jetzt dann hier die in der Hülle, in der Dose. Und die sind hier doppelstöckig, ne? Also darunter ist nochmal eine Ladung. Jetzt probieren wir die mal. He? Wunderbar. Das ist die Vollmilchausführung. Die rote wollte ich, aber die hatten sie leider nicht mehr. Oh, ganz schönes Kaffee-Aroma. Kommt noch ein zweites. Jetzt ziehe ich heute Abend hier noch ein bisschen um die Häuser. Ne? Da kann man ein bisschen Energie brauchen. Oh, lecker. Ja. Schönes Bäcker. Im amerikanischen Taschenmesser-Style. Ne? So. Stockman. Das Video hat mir so gefallen. Über dein Schokolade-Video. Da habe ich gedacht, das muss ich jetzt auch unbedingt wieder mal kaufen. Seit Jahren nicht mehr gehabt. Lecker. Schöner Schokoladengeschmack. Also Roger, wenn ich mal von der roten Dose auftreibe, dann schicke ich dir mal ein Päckchen um. Also, fertig, mach's gut. Ciao.